Herzlich willkommen zu Senkrecht Vater, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Schwitzen im Weltraum. Viel Spaß! Alle guten Dinge sind drei. Ich bin ja immer noch in meiner kleinen Elternzeit und ganz liebe Menschen aus dem Hashtag Team Space haben sich angeboten, auf Senkrechtstarter für Vertretung zu sorgen. Da soll nochmal einer sagen, die Raumfahrt-Community ist nicht die beste des Sonnensystems. Nach Toni von Mondgeflüster und Servan von Marschroniken ist heute Thorsten von Orbital Plausch am Start und erzählt uns, ja, warum man in der Schwerelosigkeit schneller ins Schwitzen kommt. Und falls ihr noch nicht auf dem Senkrechtstarter Discord unterwegs seid, schaut unbedingt vorbei. Da könnt ihr nicht nur mit Toni, Servan, Thorsten und mir über Raumfahrtthemen diskutieren, sondern mit über 1000 Raumfahrtbegeisterten aus dem deutschen Sprachraum. Von Schülern bis zum Astrophysiker. Hashtag Team Space. Thorsten macht zusammen mit Hartner einen audiovisuellen Raumfahrt-Podcast auf YouTube und die beiden beplauschen jede Woche ein neues Raumfahrtthema. Vielen Dank, Thorsten, für deine Elternvertretung. Hashtag Team Space. Hey, danke, Mo. Daher ein weiteres Mal hallo und willkommen bei Senkrechtstarter. Mein Name ist Thorsten und toll, dass du mit mir eine Runde plauschen möchtest. Mo kümmert sich jetzt gerade um den Nachwuchs. Und darum haben wir aus der Team Space Community die Chance ergriffen, ihn in dieser stressigen, aber wirklich super spannenden Zeit zu unterstützen. Aus diesem Grund freue ich mich jetzt mit euch zusammen, das folgende Thema zu beplauschen. Kleidung getestet im All für unser Leben auf der Erde. Oder einfach Smartex auf der ISS. Mit Klamotten kennt ihr euch ja sicherlich gut aus. In meiner Recherche zu diesem Thema fand ich spannend, dass wahrscheinlich schon vor ca. 650.000 Jahren unsere Vorfahren das erste Mal Kleidung getragen haben. Die hatten natürlich bestimmt noch nicht den Schick der heutigen Haute Couture, aber waren funktionell. Sprich, haben ihr Träger geschützt, zum Beispiel vor Wind und Kälte. Heute ist es für die einen ganz wichtig, dass Kleidung schick aussieht, dass sie tolle Farben haben und fancy sind und für andere, dass sie super funktional sind. Das heißt, dass sie für einen bestimmten Einsatz optimal hergestellt wurden. Und obwohl es schon so lange Kleidung gibt, versucht man immer noch Kleidung zu verbessern. 2014 zum Beispiel erprobte Alexander Gerst erstmals im Rahmen der Blue Dot Mission neue SpaceTech-Funktionsshirt für den Sport auf der ISS. Normalerweise werden dort ganz normale Klamotten getragen und dabei drängt sich natürlich die Frage auf, warum ausgerechnet erprobt man die Shirts im Weltall? Naja, der Mensch hat ja eine konstante Körperkerntemperatur, solange er nicht krank ist und produziert dabei ständig Wärme und Wasserdampf, um den Körper herunterzukühlen. Wenn wir nun Sport machen, erhöht sich unsere Temperatur. Wir fangen an zu schwitzen und durch die Verdunstung unseres Schweißes kühlen wir uns wieder herunter und vermeiden so einen Hitzschlag. In der Schwerelosigkeit verhält sich die Regulierung unserer Körperwärme anders als auf der Erde. Denn es fehlt eine wichtige Komponente, die sogenannte Konvektion, also das Aufsteigen der warmen und damit leichten Luft über die kalte und schwere. Im All bildet warme Luft um den Körper herum so etwas wie eine Wärmeblase oder Wärmebubble. Und Astronauten, die Sport machen, sind dann umgeben von ihrer eigenen Körperwärme. Man hat festgestellt, dass die Körpertemperatur dabei sehr viel stärker ansteigt als hier unten. Damit kann man natürlich in dieser Umgebung viel besser Kleidung auf ihre Kühllastung erproben. Zumal die Astronauten täglich 2 Stunden Sport machen dürfen, um ihre körperliche Fitness aufrechtzuerhalten. Die gewonnenen Ergebnisse des SpaceTech-Experiments flossen in die weitere Entwicklung zu SpaceTech 2.0 ein, das 2018 wieder von Alexander Gerst im Rahmen der Horizon Mission durchgeführt wurde. Was haben diese Tests im All ergeben? Nach Dr. Jan Behringer vom Textilforschungsinstitut Hohenstein erbrachten sie wichtige Hinweise, wie man die Verdunstungskühlung nochmals deutlich erhöhen kann, was zum einen für das Tragen solcher Materialien hier auf der Erde wichtig ist, aber auch in Zeiten des grünen Umweltbewusstseins ein Pluspunkt bei den Käufern und damit für unseren Planeten sein kann. Denn wenn uns unsere Kleidung im Sommer besser kühlt, müssen wir vielleicht die Klimaanlagen nicht mehr ganz so hoch drehen. Er hat sich sofort wieder bereit erklärt, da mitzumachen und beim zweiten hatten wir verschiedene Varianten dieses Polyester-Shirts. Und wir haben ein bisschen gespielt mit der Faserkonstruktion. Er durfte auch seine Lieblingsfarbe wählen. Also man kann dann vorher schon fragen, welche Farbe hättest du denn gerne? Und wenn das möglich ist, kann man das natürlich entsprechend einfärben. Er hatte Blau rausgesucht. Da gibt es ja, glaube ich, auch ein Foto davon. Das ist dann wohl seine Lieblingsfarbe. Und ja, und wir haben, wie gesagt, 3 verschiedene Konstruktionen hochgeschickt, alles aus Polyester. Mhm. Und das, was wir auf der Erde im Labor sozusagen als Bestes gemessen haben, was die meiste Kühlung erzeugt, ist auch auf der ISS von ihm am besten bewertet worden. Und wir haben auch viele Daten aufgenommen. Das kann man jetzt hier in dem Bild sehr schön sehen. Er war richtig gut verkabelt
Und durch all diese Daten, die wir da gewonnen haben, hat man auch an seinen Körperfunktionen sehen können, an seinen Vitalfunktionen sehen können, dass das T-Shirt, was am besten kühlt, ihn auch am komfortabelsten sozusagen in Layman Terms ausgedrückt gehalten hat. Also es war einfach cool. Also wer kann denn schon als Textilchemiker, ist ja nicht so gerade Rocket Science, muss man ja ganz klar sagen, ein Experiment auf der Raumstation machen, sogar noch zwei. Also das war schon cool. Den gesamten Plausch mit Jan Beringer verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Nach 2014 und 2018 gibt es nun für Matthias Maurer im Rahmen der Cosmic Kiss Mission ein weiteres Experiment. Dieses Mal mit Fokus auf Alltagsbekleidung. Mit BEAT, dem Ballistocardiography for Extraterrestrial Applications and Long-Term Missions Experiment, wird mittels im Stoff integrierter Sensoren die Vitalfunktion der Astronauten erfasst und kontaktlos zu den Forschern auf der Erde übertragen. Speziell die Überwachung des Herzens wird dabei durch kleine Beschleunigungssensoren erreicht, die in den Stoff der Smart-Shirts eingewebt sind. Aus den Daten kann man dann Puls und Blutdruck auslesen, aber auch die Öffnungs- und Schließzeiten der Herzklappen, die sonst nur durch Sonographie oder Computertomographie zugänglich sind. Ziel des Experiments, das durch das DLR in Kooperation zum Beispiel mit der Medizinischen Fakultät Bielefeld und Hohenstein vorbereitet worden ist, diese Technik zukünftig im Bereich Fitness, aber auch der Telemedizin zu bringen. Da hoffe ich mal, dass Matthias Maurer genauso kräftige Extra-Runden auf dem Laufband und dem Fahrrad dreht, wie es Alexander Gerst in den ersten zwei Testreihen vorgemacht hat. Sobald die Ergebnisse vorliegen, was erfahrungsgemäß noch ein bisschen dauern könnte, werden wir euch auf alle Fälle informieren. Tja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich gebe gleich wieder zurück an Mo. Wenn euch diese Senkrechtstarter-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, euch bei einem unserer zukünftigen Live-Bläuche zu begrüßen. Mittwochsabends, immer um 21 Uhr, abwechselnd auf dem Kanal vom Harzner und bei mir, könnt ihr in unserem YouTube-Chat auch gerne Fragen stellen, auf die wir eingehen werden. Von daher, mein Name ist Thorsten von Orbital Plausch. Habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir plauschen demnächst zusammen weiter. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank, Thorsten, für deinen Beitrag auf Senkrechtstarter. Wenn ihr Thorstens sonore Bassstimme auch so angenehm findet wie ich, ja, lasst dem Video gerne ein Like da, aber vor allem seinem Kanal Orbital Plausch ein Abo. Große Empfehlung für den Plausch letzte Woche mit Felix von What About It auf Orbital Plausch. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Naja, und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.